Ganz herzlichen Dank. Freut mich riesig, hier zu sein. Und ich möchte über die Frage der Inflation sprechen, die Frage, was Inflation mit unserer Gesellschaft macht. Und selten in den letzten 70 Jahren haben wir eine so schwierige Phase gehabt, so hohe Inflation gehabt. Und ich will das eben im Mittelpunkt stellen, fragen, was macht das mit uns? Und vor allem auch ein bisschen beleuchten, was uns Deutschen anders macht. Und viele unserer Nachbarn schauen immer auf uns und sagen, ihr Deutschen habt so ein seltsames Verhältnis zu Sparen und zu Schulden und auch zu Inflation. Und darum soll es gehen. Als erstes möchte ich eine kleine Quizfrage an Sie und euch alle richten und Sie mal raten lassen, wie die Verteilung von Vermögen in Deutschland ist, von privatem Vermögen. Und zu Vermögen gehört das, was Menschen als Erspartes auf dem Sparkonto haben. Dazu gehören auch Aktien, dazu gehören auch Immobilien, dazu gehören auch langlebige Konsumgüter wie ein Auto. Also die Frage ist, was ist der Anteil der Nettovermögen, also abzüglich von Verbindlichkeiten, die unteren 40% in Deutschland haben, also die 40% der Menschen in Deutschland, die am wenigsten haben. Was ist der Anteil am gesamten privaten Nettovermögen in Deutschland? Also wenn es 40% wäre, dann würde man ja eine Gleichverteilung haben, dann hätten alle ungefähr gleich viel. Aber wer will mal raten oder eine Zahl laut in den Raum rufen? 2, 1. Das sind so die Zahlen. Das ist was, Sie sahen, waren schon relativ gut, das ist was repräsentative Umfragen, die Menschen fragen, was glaubt ihr denn, wie die Verteilung ist, beantworten. Und von ganz links, die 20% mit den meisten Vermögen, da glauben die Menschen, dass die haben ungefähr 58%. Und ganz rechts, das sind die 20% mit den kleinsten, geringsten Vermögen, da glauben die Menschen, es sind 3%. Die nächsten 20% mit den geringsten 6,4%. Also im Durchschnitt glauben die Menschen 9,4%. Das ist, was die unteren 40% in Deutschland an Vermögen haben. Und die Tatsache ist, die unteren 40% haben 0,3%. Wir haben 40% der Menschen, der Haushalte in Deutschland, die praktisch keine Ersparnisse haben. Die in einer Krise wie dieser, in der Inflation letztes Jahr zum Teil 10% über 12 Monate war, auch jetzt in diesem Jahr noch mal sehr hoch bleiben wird, die letztlich nicht sagen können, mir fehlt das Einkommen, ich nehme das aus den Ersparten, die 400, 500 Euro für die Familie, die ich jetzt an Mehrkosten habe, die haben keine Rücklagen, die haben keine Ersparnisse, die haben keine private Vorsorge, die ihnen diese Sicherheit gibt. Und für viele Menschen natürlich auch, die im Alter sind, die sagen, ne, ich habe eine kleine Rente, ich muss das mit meinen Ersparnissen unterstützen. Und das ist, was wirklich Deutschland ungewöhnlich macht. Deutschland hat eine der größten Ungleichheiten bei privaten Ersparnissen in der westlichen Welt. USA liegt ein bisschen höher, Großbritannien auch. Aber was Deutschland wirklich besonders macht, ist, dass wir 40%, also ungewöhnlich viele Menschen haben, die praktisch keine Ersparnisse haben. Und es ist natürlich die Frage, woran liegt das? Was ist der Grund? Und es gibt viele verschiedene Gründe. Ich will 3 Gründe in den Mittelpunkt stellen, die wirklich wichtig sind. Und der erste Grund, Entschuldigung, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe eine Sache wichtig vergessen, denn in der Umfrage wurde auch gefragt, nicht nur, was glauben Sie, wie es ist, sondern auch, wie wünschen Sie es sich? Und das ist das, was wir hier am untersten haben. Also ungefähr 24,6% ist das, was die Menschen sich wünschen würden. Also ich will am Anfang auf diese 2 Lücken hinweisen. Einmal diese Wahrnehmungslücke zwischen dem, was wir glauben, wie es ist und wie es wirklich ist. Und als zweites die Gerechtigkeitslücke. Das, was die Menschen sich wünschen, wie es ist und wie es wirklich ist. Und das sind 2 wichtige Lücken, 2 wichtige Unterschiede in unserer Wahrnehmung und wie gesagt auch in der Realität. Und ich komme nachher nochmal drauf zurück, wieso das auch in der heutigen Situation so wichtig ist. Also zurück zu den Gründen. Und ich will 3 Gründe für diese ungewöhnlich große Ungleichheit und vor allem für die Tatsache, dass wir so viele Menschen haben, die praktisch keine Rücklagen, keine Ersparnisse haben, zurückkommen. Und der erste Punkt hat was mit dem Arbeitsmarkt und Chancen in unserer Gesellschaft zu tun. Wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, ungewöhnlich viele Menschen, die zu niedrigen Löhnen arbeiten. Ich sollte sagen, auch zu niedrigen Einkommen. Es gibt kaum ein Land in der Welt, in der so viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Das betrifft vor allem Frauen. Wir haben fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland, die erwerbstätig sind, arbeiten in Teilzeit.
Und nicht unbedingt, weil sie sagen, das möchte ich so, sondern weil sie sagen, mir fehlen die guten Kitas, die Ganztagsschulen, die Betreuung der Kinder, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mir fehlt die Wertschätzung beim Arbeitgeber. Wir haben in Deutschland einer der größten Gender Pay Gaps von 18%. Also für jeden Euro, den ein Mann pro Stunde an Lohn verdient, verdient eine Frau 82 Cent, also 18% weniger. Und das Gleiche geht nochmal einen Schritt zurück. Das Gleiche fängt im Bildungssystem an. Und hier ist eine Grafik, die zeigt, dass es ungewöhnlich stark in Deutschland darauf ankommt, was das Einkommen ihrer Eltern ist und was der Bildungsgrad ihrer Eltern ist, um zu bestimmen, welchen Bildungsabschluss, was sie selber für ein Einkommen haben. Und das ist mal eine Grafik, wo Sie sehen, von 100 Nicht-AkademikerInnen-Kindern schaffen es nachher, 8 einen Masterabschluss zu machen. Von 100 Akademikerkindern sind es nachher 45. Also diese riesige Lücke. Und wie gesagt, das ist im internationalen Vergleich extrem groß. Die Chancengleichheit in Deutschland ist deutlich geringer als in vielen anderen vergleichbaren Ländern. Und ich glaube, viel geringer, als viele von uns das wahrnehmen. Auch wir wieder die Wahrnehmungslücke. Weil immer, wenn ich diese Zahlen zeige, sagen viele, das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch so viel Bildungsgerechtigkeit, so viel Chancengleichheit. Aber das stimmt nicht. Das ist eine falsche Wahrnehmung. Also der erste Grund ist, viel liegt bei den Chancen, bei den ungleichen Chancen. Viel liegt im Arbeitsmarkt, dass wir ungewöhnlich viele Menschen haben, die zu geringen Löhnen, zu geringen Einkommen arbeiten. Und wenn ich wenig Einkommen habe, kann ich natürlich auch schwerer Ersparnisse, Vermögen aufbauen. Und das bringt mich zum zweiten Grund. Es gibt fast kein Industrieland, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und im Diskurs heißt es immer wieder in der Politik, wir sind ein Hochsteuerland. Aber das stimmt natürlich nur, wenn man die Besteuerung von Einkommen betrifft. Und gerade von Arbeitseinkommen für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Wir haben eine der höchsten Sozialabgabenquoten in Deutschland, gerade für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Aber wenn es zu Vermögen kommt, gibt es kaum ein Industrieland, das Vermögen geringer besteuert. Und das ist eine Grafik von der OECD. Ich weiß nicht, alle können die wahrscheinlich gut sehen. Deutschland oder der deutsche Staat nimmt ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung an vermögensbezogenen Steuern ein. Das sind knapp 40 Milliarden Euro im Jahr. Frankreich, Großbritannien, USA, viele andere Länder nehmen zwischen 3% und 4% an vermögensbezogenen Steuern ein. Wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, was würde das bedeuten? Es würde wahrscheinlich bedeuten für den deutschen Staat, wenn er Vermögen ähnlich besteuern würde, würde er 100 Milliarden Euro, also 2,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung, an zusätzlichen Steuereinnahmen haben. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was der Staat an Investitionen in Bildung, in gute Infrastruktur, in Forschung, in Entwicklung zur Verfügung hätte, wenn er diese 100 Milliarden Euro hätte. Also das Steuersystem ist ein wichtiger Grund und man kann viele andere Beispiele anfügen, auch bei den Arbeitsverhältnissen. Wir haben 7 Millionen MinijobberInnen in Deutschland mit weniger als 520 Euro Einkommen. Wir haben nochmal 6 Millionen Menschen, die sogenannte Midijobber sind. Also das sind letztlich auch wieder Hürden, die Menschen daran hindern, mehr zu arbeiten, mehr zu verdienen, mehr Vorsorge betreiben und auch damit Ersparnisse aufbauen zu können. Also das Steuersystem ist extrem wichtig. Und der dritte Grund ist wiederum, in welche Familie sie geboren wurden. Mehr als die Hälfte aller privater Vermögen in Deutschland heute wurde nicht mit der eigenen Hände erarbeitet, sondern geerbt oder geschenkt bekommen. Und das ist diese Grafik hier, das sind ältere Zahlen. Es ist immer schwierig, das im internationalen Vergleich zu bekommen. Wir schätzen ungefähr 60% mittlerweile in Deutschland des gesamten privaten Nettovermögens, Immobilien, Aktien, Finanzvermögen und andere Dinge, sind eben geerbt oder geschenkt bekommen. Das heißt, es hängt weniger von ihrer Arbeit ab und von ihren Anstrengungen, ihrem Erfolg, was sie an Vermögen aufbauen können, als von dem Glück, in welche Familie sie geboren werden. Und wenn man das nochmal runterbricht, auch in die jüngere Generation, also die Menschen, die heute 30 sind, die vielleicht eine Familie gründen wollen, die in der Stadt eine Wohnung suchen, dann ist das nochmal stärker. Dann sind 80% der Vermögen der jungen Menschen letztlich durch Erbschaften und Schenkung zustande gekommen. Und kaum jemand in einer Stadt wie Berlin oder in München oder in Frankfurt kann sich mit einer jungen Familie ein Eigenheim in einer guten Lage, mit einer guten Größe leisten, ohne starke Hilfe durch die Familie, durch Erbschaften, durch Schenkung. Also das sind drei wichtige Gründe für diese große Ungleichheit. Man kann noch viele andere Gründe ansprechen.
Viele sagen, das hängt auch damit zusammen, dass wir einen starken Sozialstaat haben, dass die Menschen gar nicht das Gefühl haben, dass sie sparen müssen. Ich glaube, das Argument ist weniger überzeugend, aber es gibt viele andere Argumente. Ich will diese drei in den Mittelpunkt stellen und betonen, um nochmal zu zeigen, woran liegt das, dass wir diese große Ungleichheit haben. Ich will als zweiter Teil zum Thema der Frage der Inflation kommen. Und ich habe es am Anfang angesprochen, letztes Jahr Inflationsraten im Oktober von 10% über 12 Monate hin gesehen. Auch in diesem Jahr rechnen wir nochmal mit Inflationsraten um die 6%. Und was macht das mit unserer Gesellschaft und wen trifft das besonders hart? Und in dem Zusammenhang möchte ich über 12 Mythen zur Inflation sprechen. Und häufig realisiere ich, dass wir Deutschen ein sehr eigengewöhnliches, sehr ungewöhnliches, ein anderes Verständnis und Verhältnis zu Geld haben. Und diese 12 Mythen in aller Kürze will ich einmal durchgehen, um zu sagen, das ist anders oder wir müssen darüber anders nachdenken. Das erste ist, Inflation trifft doch alle gleich. Alle Menschen sind von der Inflation betroffen. Gibt es da Unterschiede? Und der erste Punkt, der wichtig ist zu betonen in dieser Krise ist, Menschen mit geringen Einkommen erfahren individuell eine 2- bis 3-mal höhere Inflation in dieser Krise als Menschen mit hohen Einkommen. Jeder von uns hat einen anderen Konsum. Jeder von uns konsumiert andere Dinge, in anderen Gewichtungen. Und Menschen mit geringem Einkommen offensichtlich brauchen mehr ihres monatlichen Einkommens, um die Dinge der Grundversorgung zu bezahlen, nämlich Energie und Lebensmittel, also sprich die Dinge, die jetzt besonders teuer geworden sind. Energie ist im Durchschnitt im vergangenen Jahr um 30% teurer geworden, Lebensmittel über 20%. Das heißt, wenn eine Familie mit wenig Einkommen ungewöhnlich viel, natürlich einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens dafür aufbringen müsst, heißt, dass sie individuell eine viel höhere Inflation haben. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie der Staat helfen kann, wie er Menschen unterstützen kann, müssen wir das mit berücksichtigen. Auch sprich Gaspreisbremse, Strompreisbremse als ein Beispiel. Hier wird der Staat Geld mit per Gießkanne verteilt, also sprich die, die viel Energie verbrauchen. Familien mit großem Einkommen, mit einem großen Haus, großem Verbrauch, kriegen dementsprechend auch viel mehr Euro Unterstützung als Menschen mit geringem Einkommen. Der zweite Mythos ist, Inflation kennt nur Verlierer. Ja, also die Idee ist, Inflation heißt, die Dinge werden weniger wert, die Kaufkraft der Einkommen schrumpft. Aber das stimmt nicht. Inflation ist kein schwarzes Loch, in dem wir Geld einzahlen und es verschwindet, sondern Inflation, genauso wie einige davon ja, Nachteile haben, mehr zahlen, gibt es große Gewinner davon. Und dazu gehören große Konzerne, beispielsweise auch Hersteller von erneuerbaren Energien, die sich letztes Jahr dumm und dusselig verdient haben, die gesagt haben, hier jetzt sind die Strompreise, Energiepreise sind gestiegen, weil Öl und Gas, die wir importieren müssen, deutlich teurer geworden sind, haben riesige Gewinne gemacht. Sie erinnern sich, letztes Jahr gab es eine Diskussion über Gewinnsteuer. Der Staat wollte einen Teil dieser zusätzlichen Gewinne, leistungslosen Gewinne besteuern. Das hat nicht wirklich funktioniert, sollte wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber der größte Gewinner der Inflation ist der Staat, weil er Schuldner ist. Also wenn Sie große Schulden haben, die Inflation kommt, heißt das natürlich, dass Ihre Schuldenlast, diese Schulden zu bedienen, deutlich geringer werden. Also letztlich ist eine Inflation eine Umverteilung von Sparerinnen und Sparern hin zu Schuldnern und Schuldnerinnen. Und niemand mehr profitiert als der deutsche Staat. Und das sieht man auch bei den Steuereinnahmen. Die Steuereinnahmen des Bundesfinanzministers, der am Montag hier war, die sprudeln. Weil natürlich, wenn jeder von uns in den Supermarkt geht, jetzt 20-30% mehr für den gleichen Einkauf bezahlen muss, dann kassiert der Staat über die Mehrwertsteuer mit, ob das jetzt 19 oder 7% ist. Also die Steuereinnahmen nehmen zu. Und ich komme gleich nochmal auf die Frage, soll der Staat wirklich Gewinner einer Inflation sein? Und wie soll er denn diese Gewinne der Inflation umverteilen? Komme ich gleich noch einmal drauf zurück. Dritter Mythos, der Euro ist ein Teuro. Das hält sich sehr hartnäckig in Deutschland. Und Tatsache ist, ja, wir haben eine Phase mit extrem hoher, viel zu hoher Inflation. Aber über die letzten 25 Jahre, also die Zeit, die EZB und der Euro existiert, lag die Inflation im Durchschnitt ungefähr bei 2%. In Zeiten der Bundesbank zwischen Ende der 50er Jahre und 1998 lag die Inflation bei 3,1%. Ich will damit die Inflation überhaupt nicht gut reden. Das ist ein riesiges Problem. Ich will nur sagen, wir haben häufig so ein verklärtes Verhältnis zur Vergangenheit. Und auch
unter den D-Mark-Zeiten hatten wir viele Zeiten, in denen die Inflation hoch war, in denen die Zinsen auf dem Sparkonto niedrig waren oder niedriger als die Inflation, also wo wir Kaufkraft auf unser Erspartes verloren haben. Ich überspringe den ein oder anderen Mythos, damit ich die Punkte machen kann, die mir wichtig sind. Der fünfte Mythos, und das ist was sehr deutsch ist, ist diese Einstellung, Sparen ist gut, Schulden ist schlecht. Schulden kommt von dem Wort Schuld. Wer möchte schon in der Schuld von anderen Menschen stehen? Und jedem Kind wird wahrscheinlich beigebracht, nee, Schulden machen ist schlecht. Du musst erst sparen, musst erst was aufbauen und dann kannst du dir etwas leisten. Aber sparen muss nicht unbedingt gut sein. Sparen bedeutet, dass Sie heute ein Einkommen haben und nicht alles von Ihrem Einkommen nutzen, um es für sich oder für die Familie oder für Dinge, die Ihnen wichtig sind, auszugeben. Das bedeutet erstmal Verzicht. Sparen heißt Verzicht. In der Hoffnung, dass ich das, was ich zurücklege, jemand anderen heute leihe, dass ich das in der Zukunft zurückbekomme. Und man kann noch einen Schritt weiter gehen. Sie können nur 1 Euro sparen, wenn irgendjemand anders sagt, er nimmt diesen Euro als von Ersparnissen und geht Schulden ein. Also letztlich bedeutet Ersparnisse oder ein Aufbau von Ersparnissen, dass es auf der anderen Seite Menschen, Unternehmen, Staaten gibt, die diese Ersparnisse nehmen, nutzen, investieren und ihnen dann in der Zukunft zurückzahlen. Also Sparen und Schulden sind 2 Seiten der gleichen Medaille. Und genauso sind Schulden nicht schlecht. Wenn Sie jetzt jemand Ihnen sagt, ich habe 100.000 Euro Schulden, dann würden Sie doch erstmal fragen, wofür haben Sie denn die Schulden? Und wenn die Person dann sagt, ich habe mir ein kleines Eigenheim gekauft vor 10 Jahren, das hat sich jetzt im Wert von 50% gesteigert, ich wohne da selber drin, dann würden Sie sagen, herzlichen Glückwunsch, das war eine super Investition, das sind richtig gute Schulden. Oder wenn der Staat Geld ausgibt für ein Bildungssystem oder eine gute Infrastruktur oder für Forschung und Entwicklung, würde, glaube ich, keiner sagen, das sind schlechte Schulden, weil es letztlich Zukunftsinvestitionen sind. Und ich glaube, wir brauchen da ein viel rationaleres Verhältnis zum Geld und zu Sparen und Schulden, die nicht unbedingt schlecht sind. Was ungewöhnlich im internationalen Vergleich ist, wenn man Umfragen sich anschaut, es gibt kaum eine Gesellschaft, die eine so große Angst hat vor der Inflation, wie das in Deutschland der Fall ist. Und immer wieder heißt es, ja, das war die Hyperinflation von 1923. Und da ist eine schöne Grafik von der Zeit. Damals waren die Banknoten so wenig wert, dass manche sie zum Verfeuern, zum Heizen genutzt haben, andere zum Spielen. Also wir hatten zum Teil mehrere 1000% Inflation im Monat. Und das wird immer so herangeführt als Grund, weshalb wir Deutschen da anders sind, wieso wir so viel Angst und so viel Sorge um Inflation haben. Aber ich halte das Argument nicht überzeugend. Was hier häufig vergessen wird, ist, dass Deflation, fallende Preise, häufig mindestens genauso schädlich und schlecht sein können für eine Wirtschaft, aber auch für eine Gesellschaft. Ja, wir hatten die Hyperinflation 1923, aber wir hatten eine Deflation und Depression von 1929 bis 1933, wenn die Preise gefallen sind und es Massenarbeitslosigkeit gab. Und was letztlich auch stark zum Aufstieg der Nationalsozialisten beigetragen hat. Also wir brauchen auch hier ein anderes Verständnis. Wir hatten in unserer Geschichte in Deutschland viel größere Probleme mit Deflation, mit fallenden Preisen, mit Massenarbeitslosigkeit, die damit verbunden war. Und auch deshalb ein bisschen anderes Verhältnis dazu. Vielleicht der wichtigste Grund, weshalb viele in Deutschland besorgt sind, hängt damit zusammen, dass wir gesamtwirtschaftlich gesehen viel sparen, also mal abgesehen davon, dass 40% nicht sparen können. Die Menschen, die sparen, sparen extrem viel, aber sie sparen extrem schlecht. Und auch das ist für die Inflation wichtig. Wir haben ungewöhnlich geringe Immobilieneigentumquote in Deutschland. Nur weniger als jeder Zweite hat ein Eigenheim. In einer Stadt wie Berlin leben 85% der Menschen zur Miete. Also wenig Immobilieneigentum, wenig Aktieneigentum, aber ganz viel Ersparnisse auf dem Sparkonto. Und genau das ist das Problem bei einer Inflation. Erspartes auf dem Sparkonto verliert massiv an Wert. Sie kriegen im Augenblick auf Ihrem Sparkonto wahrscheinlich 1 oder 2% bei einer Inflation. Letztes Jahr, wie gesagt, von 7, 8, 9%, diesen Jahr von 7%. Also die verlieren massiv an Kaufkraft auf dem finanziell Erspartem auf dem Konto. Wenn Sie Aktien halten würden, dann würden Sie sehen, dass der DAX und auch viele andere Aktienindizes von einem Rekordhoch zum anderen jagen. Also
Sprich, es ist die Art und Weise, wie wir sparen, was einen Riesenunterschied dafür macht, ob Inflation jetzt schädlich ist oder nicht. Wenn Sie eine Immobilie haben, ist Inflation für Sie prinzipiell eher etwas Gutes, weil die Schuldenlast, die Tilgung der Hypothek damit an Wert verliert. Aber das Problem ist eben, wenn Sie finanziell Erspartes, also ein Sparkonto haben mit Einlagen, dann verlieren Sie viel. Also wir Deutschen sparen sehr anders als andere und nicht besonders gut. Und gerade, das macht es gerade verletzlich und viele Menschen verletzlich in Zeiten hoher Inflation. Ein bisschen zur Politik und zu dem, was die Politik gemacht hat. Ich habe eben gesagt, der Staat ist einer der großen Gewinner der Inflation, hat sprudelnde Steuereinnahmen, die Schulden, die reale Last der Schulden sinkt. Und der Bundesfinanzminister und die Bundesregierung sagt, ja, wir wollen aber nicht Gewinner dieser, also der Staat, die Bundesregierung soll nicht Gewinner dieser Krise sein. Wir wollen das Geld zurückgeben. Und was der Bundesfinanzminister gemacht hat, ist zu sagen, wir wollen die kalte Progression abfedern. Ich will jetzt nicht zu technisch werden. Das heißt, wir wollen den Einkommensteuertarif bei der Einkommensteuer etwas abfedern, sodass Menschen, wenn sie jetzt eine Einkommensteigerung bekommen, nicht sofort in eine höhere Steuerklasse rutschen und dann noch mehr Steuern zahlen. Aber interessant, das kostet den deutschen Staat jedes Jahr 15 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite, jeder, der in den Supermarkt geht, der Mehrwertsteuer zahlt, der andere indirekte Steuern zahlt, wird nicht entlastet. Also auch hier, was der Staat bei diesem Inflationsausgleichsgesetz macht, ist eher die Spitzenverdiener zu entlasten über diese Einkommensteuer, aber Menschen mit geringem Einkommen werden eben steuerlich nicht entlastet. Die bekommen das Geld, das sie zusätzlich an den Staat zahlen, eben nicht zurück. Das Gleiche betrifft Einmalzahlungen. Und das ist häufig eine Verwechslung zwischen Preisen und Inflation. Jetzt heißt es, der deutsche Staat erlaubt Einmalzahlungen von 3.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigte machen können, das ist steuerfrei. Aber das ist kein Inflationsausgleich. Das hilft Ihnen ein Jahr, das hilft Ihnen in diesem Jahr, wo Sie diese Ausgleichszahlung bekommen. Aber Inflation heißt, die Preise gehen hoch und bleiben hoch. Die kommen ja nicht wieder runter. Und fallende Inflation heißt ja nicht, dass die Preise wieder aufs Vorkrisenniveau zurückgehen, sondern das heißt lediglich, dass die Preise nicht weiter oder nicht mehr so stark steigen. Das heißt, Einmalzahlungen sind kein Inflationsausgleich oder kein Schutz. Das einzige wirklich nachhaltige Instrument, um gegen Inflation zu schützen, ist eine höhere Löhne, sind bessere Einkommen, bessere Renten. Und das bringt mich zum zehnten Mythos. Wir hören ständig in der Diskussion, die große Sorge ist eine Lohnpreisspirale. Wir kommen in eine Zeit über viele, viele Jahre mit extrem hoher Inflation, weil die Gewerkschaften, weil die Beschäftigten den Bogen überspannen und letztlich die Unternehmen überfordern. Die Unternehmen, ja, also wenn die Löhne zu stark steigen, dann sagen die Unternehmen, ja, dann muss ich auch meinen Preis erhöhen, nur so kann ich die hohen Löhne zahlen. Dann reagieren die Arbeitnehmerinnen wieder und sagen, ich will jetzt aber wieder einen höheren Lohn haben. Das ist die Logik hinter der Lohnpreisspirale. Aber was wir heute haben, hat überhaupt gar nichts mit einer Lohnpreisspirale zu tun. Wir haben im letzten Jahr 4% Reallohnverlust im Durchschnitt in Deutschland gehabt. Also sprich, im Durchschnitt war die Inflation 4 Prozentpunkte höher als das, was die Lohnsteigerungen waren. Und auch in diesem Jahr werden wir mit 6% Inflation mit Sicherheit eine Inflation haben, die über der Lohnentwicklung liegt. Also sprich, die Kaufkraft der Menschen schrumpft. Und der Hauptgrund für die Rezession, die wir im Winterhalbjahr hatten, ist genau dieser Reallohnverlust, der dazu geführt hat, dass Menschen weniger konsumieren können, ihren Wohlstand beschneiden müssen, gerade Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Also was wir im Augenblick sehen, ist eben keine Lohnpreisspirale. Was interessant ist, wir sehen eher eine Gewinnpreisspirale. Was sehr interessant ist, ist, dass die viele Unternehmen, die großen Unternehmen, nicht die kleinen, nicht die mittelständischen, aber die großen Unternehmen nicht nur die höheren Kosten an die Kunden weitergeben können, häufig an uns, an die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch nochmal ihre Gewinnmargen erhöht haben. Also sprich, wir haben hier überhaupt kein Thema einer Lohnpreisspirale, sondern eher das hohe Energiekosten, aber eben auch zahlreiche Unternehmen ihre Margen erhöhen konnten und damit zur Inflation beitragen. Vielleicht noch ein Mythos, ich will den 11. überspringen, das 12. Und das ist etwas, was sich hartnäckig in der Debatte hält. Und das Narrativ ist, der Klimaschutz befeuert die Inflation. Das wird richtig teuer. Und weil wir Klimaschutzmaßnahmen machen müssen, werden jetzt die Preise steigen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine fossile Inflation. Das, was wir im Augenblick erleben, ist
geschuldet der Abhängigkeit von russischem Gas und russischem Öl, von fossilen Energieträgern, die letztes Jahr von den Preisen durch die Decke geschossen sind und das ausgelöst haben, was wir heute haben. Und ein Kritikpunkt an der Bundesregierung, und das ist eine neue Studie, die heute gerade vom DIW Berlin bei uns erschienen ist, die wiederum zeigt, 10% der Haushalte ganz links, 10%, mit den geringsten Einkommen ganz links, 10% der Einkommen mit den höchsten ganz rechts. Klimaschutz heißt, der Staat will zum Beispiel oder hat bereits einen CO2-Preis eingeführt, der graduell erhöht werden soll. Also sprich, fossile Energieträger sollen bepreist werden, sollen stärker besteuert werden, sodass die externen Kosten für Gesundheit, für Umwelt, für Klima, die der Verbrauch von fossilen Energieträgern auslöst, besser abgedeckt wird. Aber wie ich eben erklärt habe, dadurch, dass Menschen mit geringen Einkommen viel mehr ihres monatlichen Einkommens für Energie ausgeben müssen, werden diese Haushalte eben sehr viel stärker dadurch belastet. Und das ist jetzt als Beispiel in der Zukunft knapp 6% mehr des monatlichen Einkommens, die eben durch Preissteigerungen und vor allem die CO2-Steuer die Menschen mit den 10% der geringsten Einkommen entrichten müssen. Das sind ungefähr 1,5% für die Menschen mit den höchsten Einkommen. Also auch hier entsteht eben eine riesige Lücke. Jetzt hat die Bundesregierung versprochen, ein Klimageld einzuführen, in dem diese gesamten CO2-Steuereinnahmen an die Menschen zurückgegeben werden sollen. Was ist passiert? Die CO2-Steuer wurde eingeführt, aber das Klimageld noch nicht. Das heißt, der Staat behält das Geld, verteilt es eben nicht um und Menschen wiederum mit geringem Einkommen werden am stärksten besteuert. Also ich glaube, das waren für mich so mal im sehr kurzen Verlauf die 12 Mythen, wo wir ein anderes Verständnis von Geld, von Inflation benötigen, wo wir kritisch nachfragen müssen, was bedeutet die Inflation? Sie spaltet unsere Gesellschaft, sie ist so höchst unsozial. Die Inflation hat Gewinner, gerade der Staat, gerade viele große Konzerne profitieren davon. Und die Politik hat alle Möglichkeiten, mit Instrumenten Menschen mit geringem Einkommen zielgenau zu entlasten, um eben diese Kosten abzufedern. Ich will zum Ende nochmal so zu unserem Verständnis kommen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Diese Grafiken, die folgen, stammen von einem großen Projekt der Uni Konstanz zu Ungleichheit. Und wenn Sie in den USA fragen, was ist ein gutes Leben in Bezug auf Vermögen, dann würden die meisten Menschen in den USA sagen, es ist gut im Leben, im Arbeitsleben, durch eigene Leistung Vermögen zu werden und viel Geld zu verdienen und auch Vermögen aufbauen zu können. Das ist gut, aber es ist schlecht, wenn ich sterbe, immer noch diesen großen Reichtum habe und eben nicht viel an die Gesellschaft zurückgegeben habe. Also das Bild in den USA ist eher, jemand lebt ein gutes, moralisch gutes Leben, wenn er im Leben erfolgreich ist, aber viel davon an die Menschen, an die Gesellschaft zurückgibt. Und in Deutschland haben wir ziemlich genau das gegenseitige Verständnis. Wenn man im Leben erfolgreich ist, heißt es, das ist jetzt nicht gut, aber wenn man reich stirbt und viel vererbt und viel an die nächsten Generationen weitergibt, dann ist es ein gutes Verständnis. Und das bedeutet auch, in Deutschland reich zu sein. Keiner gesteht ein, wenn er sehr viel verdient oder sehr reich ist. Ich will kein Politiker-Bashing machen, aber ich fand das Zitat von Friedrich Merz vor einigen Jahren sehr schön, als er gefragt wurde beim von Medien berichteten Jahreseinkommen um die 1 Million Euro, zu welcher Schicht gehören Sie denn eigentlich, Herr Merz? Er sagt ja eher so Mittelschicht, obere Mittelschicht. Und wenn man die Menschen fragt, wie würden Sie sich denn einordnen, in welche Schicht, in welches Dezil in der Gesellschaft, dann kommt dieses Bild raus. Also das ist sowohl für Vermögen als auch für Einkommen von den unteren 10%, das ist der erste Schritt zu den oberen 10%. Also sprich, wenn Menschen sich richtig einkategorisieren würden, dann hätten wir eine Gleichverteilung, dann würde in jeder Gruppe 20% rauskommen. Aber Sie sehen, Menschen, die in der unteren, also wirklich wenig verdienen und wenig Vermögen haben, tendenziell würden eher sagen, ich bin in der Mittelschicht. Aber besonders stark ist es bei den oberen 20%, wo die Menschen sagen, ich gehöre zu den Spitzenverdienern, habe extrem viel Vermögen, aber ich würde mich mal eher so in der Mittelschicht einkategorisieren. Aber wir haben so einen starken Fokus und auch eine starke Verzerrung über die Verteilung in unserer Gesellschaft. Der letzte Punkt, wenn Menschen gefragt werden, welche Gesellschaft wünschen sie sich denn? Wie soll es denn sein? Und das jetzt den Kreis zu schließen zu den ersten Folien, die ich hatte. Und werden gefragt, welche Art von Gesellschaftsverteilung wünschen Sie sich? Das ist jetzt in verschiedene Typen, ne, also von den unteren Balken, Menschen mit geringem Einkommen, geringem Vermögen, hin zu ganz oben mit hohem Vermögen.
dann sagen die Menschen, die Wahrnehmung ist, wir sind eher Typ B und Typ C. Also eine sehr starke Unterschicht, eine sehr starke Oberschicht. Aber sie sagen auch, was wir uns wünschen würden, ist eher Typ D und Typ E. Also Menschen, wo wir eine starke Mittelschicht haben. Also wir wünschen uns eine große Mittelschicht, in dem die Ränder, also gerade Menschen mit wenig Einkommen, wenig Vermögen, sehr gering sind. Aber wir haben etwas komplett anderes. Und das ist jetzt die letzte Folie hier. Das erinnert mich an ein Zitat von Kurt Tucholsky. Also häufig wird den Menschen vorgeworfen, ihr versteht das nicht. Die Politik sagt, ach, ihr seid da ignorant und das ist doch ganz anders. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen trifft das Zitat von Kurt Tucholsky ganz gut. Der sagte, die Menschen oder das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Und ich glaube, das trifft die Stimmung ganz gut. Die Unzufriedenheit, die Sorge, die Zukunftssorge und die Wahrnehmung, dass wir eine sehr polarisierte Gesellschaft sind, was Einkommen und Vermögen betrifft und dass das zunehmen wird. Und das ist ein politisches Problem, es ist ein soziales Problem. Die Politik hat die Instrumente, das zu adressieren. Und ich würde mir wünschen, dass sie das nutzt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Marcel, für diese Einordnung, für dieses wichtige Aufklären einiger Mythen. Für uns alle sehr wichtig. Und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen. Es gibt hier links und rechts Mikrofone. Wir würden euch bitten, da gerne kurz hinzugehen und einfach reinzusprechen. Also, hallo. Eine kurze Frage zur Gierflation, die auch immer wieder vorkommt in der Diskussion. Welche Inflation? Gierflation, also dieser Vorwurf an die Unternehmen, die Preise mehr zu steigern, als sie theoretisch müssten. Ich weiß es nicht genau, aber gibt es in Ihren Augen irgendwelche Modi, wie man das abgreifen könnte, wie man dagegen regulieren könnte, wie man damit umgehen würde als Staat, um eben diese Gewinner, die eh schon gewinnen, nicht daran zu hindern oder das dann besser zu verteilen, dass es nicht noch mehr Gewinne gibt, als es eh schon gibt aus der Inflation? Ist extrem schwierig. Ich habe eben die Übergewinnsteuer angesprochen. Das ist ja eine Art Versuch zu sagen, was sind leistungslose Gewinne, die über das Übliche hinausgehen. Das ist in der Tat ein Instrument. Da hat der Politik letztes Jahr so ein bisschen der Mut gefehlt, das auch wirklich zu machen. Aber man muss eben sehr vorsichtig sein, welchen Sektor betrifft es. Das Beispiel, das immer so gebracht wird, ist BioNTech. BioNTech hat natürlich riesige Gewinne gemacht durch die Entwicklung des Impfstoffs. Da würde, glaube ich, jeder von uns sagen, ja, die haben eine unglaublich wertvolle Sache gemacht, die einen unglaublichen Mehrwert geschaffen hat. Die sollen gute Gewinne einfahren, weil für Forschung und Entwicklung ist es wichtig, dass Risiken belohnt werden. Und deshalb ist es so eine schwierige Abschätzung. Was sind leistungslose Gewinne? Also jetzt Energiekonzerne ist ein gutes Beispiel. Die haben das Gleiche gemacht wie vorher, verdienen auf einmal das 3-, 4-, 5-fache von dem an Erträgen. Und Unternehmen, die wirklich innovativ sind, die wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Deshalb ist es extrem schwierig. Die Hoffnung ist, dass diese Gierinflation, wie Sie es jetzt nennen, dass das nicht permanent ist. Dass dann irgendwann auch da der Wettbewerb so greift, dass es abgebaut wird. Also die Antwort ist, es ist schwierig, aber mit der Übergewinnsteuer gibt es zumindest teilweise eine Lösung dafür. Können wir hier rechts weitermachen? Vielen Dank für den Vortrag. Ich stoße mich mal so ein bisschen, wenn Sie sagen, der Staat profitiert, so in einem Atemzug mit Konzernen zum Beispiel. Denken Sie, das ist ein gutes Framing zu sagen, dass der Staat, der ja letztlich wir alle sind, von der Inflation profitiert? Also es klingt ja so, als würde sich jemand die Taschen voll machen im eigenen Interesse und letztlich ist der Staat ja für uns da. Also können Sie das nochmal so ein bisschen einordnen, ob das wirklich klug ist, das so zu formulieren? Ja, Sie haben recht. Ich habe es ja versucht auch zu erklären, ne? Was ich meine mit der Staat profitiert. Die Steuereinnahmen sprudeln. Und Sie haben völlig recht, der Staat, das sind wir alle. Aber den Punkt, den ich auch gemacht habe, der Staat gibt das Geld, was er jetzt an zusätzlichen Einnahmen hat, eben nicht an die Bürgerinnen und Bürger zurück, sondern eben nur sehr selektiv über die Teilausgleich der kalten Progression 15 Milliarden Euro im Jahr hauptsächlich an die Spitzenverdiener. Die Menschen, die mehr Mehrwertsteuer zahlen, weil sie wenig Einkommen haben und da besonders belastet sind, die haben davon nichts gesehen. Und das meine ich letztlich mit, der Staat nutzt das natürlich schon, auch sich zu entschulden. Also niedrige Zinsen, wenn Sie eine Lebensversicherung haben,
ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Lebensversicherung einen Großteil Ihrer Einzahlungen in Staatsanleihen angelegt hat. Das heißt, dann ist dann fixer Zinssatz für 10 Jahre von 1% oder von 0%, wie das vor 1-2 Jahren noch war. Das heißt, Sie kriegen keine Rendite und der Staat hat letztlich kriegt höhere Steuern. Also es ist schon, ja, man muss vorsichtig sein mit dem Gewinner, aber letztlich ist eine Inflation bedeutet, der Staat hat mehr Steuereinnahmen, die Schuldenlast sinkt. Und das meine ich damit mit dem Gewinner. Und klar, Unternehmen können auch dazu gehören. Bei manchen Unternehmen wird man sagen, nach der Corona-Pandemie ist das auch nicht unbedingt in jedem Fall schlecht, sondern viele nutzen das, sagen, gut, jetzt kann ich endlich wieder auf nachhaltige Füßen stehen. Aber der Punkt ist gut, der Staat sind wir alle. Nur ich würde mir wünschen, dass er das wirklich auch so zurückgibt und zielgenau zurückgibt. Und das tut er im Augenblick nicht. Danke. Dann können wir hier auf der linken Seite weitermachen. Super, vielen Dank. Meine Frage geht um, und ich mache es, glaube ich, ohne Kopfhörer. Es wird schon seit Jahren, Jahrzehnten sehr viel lobbyiert gegen die Erbschaftssteuer und die Vermögensbesteuerung, unter anderem von Familienunternehmerinnen und Unternehmern, die dann sagen, dann können wir unser Unternehmen nicht weiterführen, nicht in die nächste Generation bringen. Was entgegnen Sie denn solchen Argumenten, die wir hier in Deutschland sehr oft hören? Das ist Mythos Nummer 15, dass das so ist. In Deutschland werden jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Die Steuereinnahmen davon sind ungefähr 10 Milliarden, also ein kleiner Bruchteil davon. Menschen, die zwischen 250.000 und 500.000 Euro erben, was ja auch schon nicht wenig ist, zahlen im Durchschnitt 10% Erbschaftssteuer. Das sind dann, die Freibeträge sind großzügig, bei Eltern sind das 400.000, also dann sind dann eher entfernte Verwandte, aber jetzt mal als eine Größenordnung. Menschen, die mehr als 20 Millionen Euro erben, zahlen im Durchschnitt 3 oder 4% Erbschaftssteuer. Also dieses Argument, das ist eine Substanzbesteuerung, das ist so der technische Begriff. Unternehmen gehen pleite, wenn sie jetzt da die Erben eine Erbschaftssteuer zahlen. Das ist einfach ein Mythos, der nicht stimmt. Ja, es gibt andere Länder, die Erbschaften deutlich stärker besteuern, wo es vermieden wird. Man kann Lösungen finden, wo man sagt, man streckt diese Last über 10 Jahre oder 15 Jahre. Also man kann es absolut so gestalten, dass kein Unternehmen pleite geht, weil hier eine Erbschaft stattfindet. Die Frage für mich ist immer, natürlich, jeder wünscht sich so niedrige Steuern wie möglich. Nur die Frage ist immer der Verteilung. Ich habe es ja gesagt, die Tatsache, dass wir Vermögen so gering besteuern, aber Arbeit und gerade Menschen mit mittleren geringen Einkommen so stark besteuern, hat nicht nur eine Gerechtigkeitskomponente, sondern das führt auch dazu, dass wir weniger Wohlstand haben, weil Arbeit sich kaum lohnt, weil Menschen sagen, mir kommt nichts bei rum. Und aus dem Grund würde ich mir eine faire Erbschaftssteuer in dem Sinne wünschen, dass man sagt, man muss die Ausnahmen abschaffen, alle müssen sich beteiligen und dann würde auch eine ganze Menge mehr an Einnahmen rumkommen, die der Staat dann wieder nutzen kann für Bildung, für andere Dinge, die für uns als Gesellschaft wichtig sind. Vielen Dank. Dann die nächste Frage bitte auf der rechten Seite. Sie haben ja gesagt, die Deutschen sparen doof. jetzt wird ja sowas wie Aktienrente diskutiert und damit macht man ja quasi den Bürger so zum Mitprofiteur der Unternehmensgewinne, die im Zweifelsfall ja auch sehr zweifelhaft sind. Was halten Sie von sowas? Naja, Unternehmensgewinne sind jetzt per se nicht zweifelhaft. Das heißt, das, was die Unternehmen an Erfolg erzielen, daran sollen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Also die Logik dahinter ist jetzt schon gut. Nur das, was die Bundesregierung gemacht hat, zu sagen, wir zahlen mal 10 Milliarden Euro, nehmen wir jetzt, um in Aktien zu investieren, ab 2035 kommen die Renditen davon rum, halte ich für prinzipiell keine schlechte Idee, nur das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird die Rente, davon werden, gut, Sie haben wahrscheinlich noch ein paar Jahre bis zur Rente, aber davon werden Sie wahrscheinlich so gut wie nichts sehen nachher. Also das ist einfach deutlich zu gering. Also sprich, das ist keine schlechte Idee, die Aktienrente, aber es ist so klein und so begrenzt, dass es die Renten auf absehbare Zeit nicht großartig verändern wird. Und deshalb brauchen wir hier andere Lösungen.
bei der Rente, auch da will ich jetzt nochmal ein Beispiel nennen. Die gesetzliche Rente in Deutschland ist letztlich eine Umverteilung von unten nach oben. Wir haben das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das bedeutet, jeder, der 1 Euro in die gesetzliche Rente einzahlt, kriegt nachher den gleichen Euro-Forderung an monatlichen Zahlungen raus. Die Tatsache ist aber, dass Menschen mit geringem Einkommen eine 7 bis 8 Jahre geringere Lebenserwartung haben. Also viel weniger Rente letztlich beziehen, als was sie vorher einzahlen. Und auch da zu denken, wir brauchen auch in der gesetzlichen Rente eine viel stärkere Entlastung der Menschen mit geringen Einkommen, die letztlich auch geringe Ansprüche haben, das ist wichtig. Also sprich, Aktienrente, von der Idee her ist es gut, aber es wird keinen großen Unterschied machen. Wir brauchen wirklich andere Lösungen, denn jetzt mit der wirklich starken Zunahme von den Babyboomern, die in Rente gehen, werden wir eine deutliche Zunahme an Altersarmut haben. Und auch da muss die Politik überlegen, wie sie das verhindern will. Haben wir die nächste Frage hier auf der linken Seite? Danke. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Es war ein super interessanter Vortrag. Sie haben angesprochen, dass große Unternehmen gewinnen. Im Diskurs hört man häufig, seien es jetzt Firmen, die Mietwohnungen in Berlin anbieten, das Wort Enteignung, das Wort Monopol zerschlagen, der Diskurs in diese Richtung. Wie würden Sie darauf reagieren? Wie sehen Sie diese Dynamiken? Ja. Meinen Sie jetzt spezifisch auf den Immobilienmarkt oder allgemein groß? Allgemein. Einfach ja. Dieser Diskurs, der jetzt in sozusagen das Pendel, das in die andere Richtung schwingt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch in dieser Lage der Krise und der Inflation, sich die Fakten genau anzugucken. Und gerade energieintensive Unternehmen, Konzerne, laufen hier in Berlin amok und sagen, wir brauchen vom Staat mehr Subventionen. Wir brauchen einen Industriestrompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde, damit wir das überhaupt noch wettbewerbsfähig bleiben können. Und wenn man sich anschaut, dann würde man eigentlich denken, energieintensive Unternehmen müssten ja eigentlich von dieser Krise besonders stark getroffen sein. Die haben hohe Energiekosten. Energiekosten sind durch die Decke geschossen. Wenn man sich anschaut, realisiert man, viele der Konzerne machen dicke Gewinne. Und die Probleme haben, sind eher die kleinen Unternehmen, die Geschäfte um die Ecke, die zumachen, weil es sich nicht mehr rechnet. Und die Frage, wie ein Unternehmen dasteht, ist nicht, was sind die Kosten, sondern die Frage ist, welche Marktmacht haben sie, diese Kosten an die Kunden weiterzugeben. Und die großen Konzerne, großen deutschen Konzerne, haben es exzellent geschafft in den letzten 1,5 Jahren, diese höheren Kosten an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben, weil sie Marktmacht haben und häufig eben nochmal eine Gewinnmarge obendrauf zu schlagen. Weil sie sagen, da ist ein Risiko, ich kann die auch nochmal was aufschlagen. Und das führt eben zu diesen extrem hohen Gewinnen oder trägt dazu bei, dass viele der großen Konzerne extrem hohe Gewinne gehabt haben oder immer noch haben, obwohl wir wirtschaftlich so eine schwierige Lage haben. Also das ist das Erste, wirklich ganz wichtig, sich anzugucken, wie ist eigentlich die Lage der Unternehmen. Und die jetzt am lautesten schreien, sind zum Teil auch die wirklich hervorragend durch diese Krise kommen. Das heißt nicht, dass es die nächsten 5 oder 10 Jahre so ist. Also klar, natürlich mache ich mir Sorge um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit und ist der Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv. Aber für mich ist nicht entscheidend, was sind die Energiepreise, sondern eher gibt es gute Rahmenbedingungen. Also sind Fachkräfte da? Haben wir eine gute Bürokratie, eine gute Regulierung? Haben wir die richtigen Anreize für Menschen, innovativ zu sein, sich einzubringen? Also sprich, im Augenblick bin ich relativ entspannt, was dieses Thema Deindustrialisierung, die großen Konzerne leiden betrifft. Die stehen im Augenblick zumindest noch hervorragend da. Meine größere Sorge sind eher die kleineren Unternehmen, die Bäckerei um die Ecke, das Geschäft, die eben nicht, die Marktmacht nicht haben, die nicht sagen können, ich verdopple jetzt mal den Preis des Brötchens oder der Leistung, wo die Kunden dann sagen, nee, das mache ich nicht. Und deshalb brauchen wir auch da ein differenziertes Bild. Und meine Sorge gilt im Augenblick eher den kleineren Unternehmen als den wirklich großen. Danke, dann können wir hier auf der nächsten, gleich weitermachen, gerne. Die nächste Frage. Also erstmal vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Super lehrreich und verständlich. Was ich mich frage ist, jede Ihrer Folien liefert Daten und Fakten, aus denen sich ganz klare Handlungsempfehlungen eigentlich ergeben, die zu einer besseren Gesellschaft für uns alle beitragen. Und Sie sind ja eigentlich auch recht nah an der Bundesregierung dran. Wie kann es denn sein, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht in die Praxis umgesetzt werden kann, beziehungsweise was müssten wir machen, dass das passiert? Also sei es jetzt die Art der Besteuerung
oder die ungerechte Verteilung der Inflationslast. Ich glaube, es ist der politische Wille, der fehlt. Wie Sie sagen, ich glaube, die Politik kennt diese Fakten und Zahlen. Sie wissen das. Aber die Diskussion, die wir im Augenblick haben, die wird wirklich zukunftsweisend sein, ist ein extremer Konflikt zwischen drei Dingen. Auf der einen Seite gibt es starke politische, aber auch wirtschaftliche Interessen, die sagen, keine Steuererhöhung, auf gar keinen Fall. Das betrifft zumindest zwei demokratische Parteien. Auf der anderen Seite gibt es dann sehr viele, die sagen, die Schuldenbremse, wir dürfen keine Schulden machen, also Schulden sind schlecht. Deshalb habe ich es ja auch ein bisschen herausgefordert, zu sagen, wir dürfen keine zusätzlichen Schulden machen. Und auf der dritten Seite realisieren wir, wir brauchen massive Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, in die digitale Transformation, in gute Infrastruktur, in gutes Bildungssystem, in Forschung und Entwicklung. Und da muss der Staat deutlich mehr Geld ausgeben. Und diesen Dreiklang kriegen Sie nicht unter einen Hut. Sie können nicht sagen, wir wollen keine mehr Steuereinnahmen, wir wollen auch keine Schulden machen und gleichzeitig mehr Investitionen tätigen. Und das ist für mich das Problem, das eine Art Stillstand geführt hat. Weil eben doch der politische Wille nicht da ist, zu sagen, wir machen mehr Schulden und wir erhöhen die Steuern. Und das sehe ich als das große Problem, dass nicht der Wille da ist, die Steuern zu erhöhen. Und sei es nur für Erbschaften oder eine faire Erbschaftssteuer. Es geht ja nicht darum, jetzt wirklich jemanden zu bestrafen, sondern Erbschaftssteuer, die Frage eben war ja ein typisches Beispiel, wo es nur darum geht, wirklich einer gleichen Besteuerung, noch nicht mal einer größeren Besteuerung. Und dieser Wille von vielen, einen größeren Beitrag über Steuern zu zahlen, der fehlt. Und die Politik setzt sich darüber nicht hinweg und sagt nicht, das setzen wir jetzt aber durch, sondern hält an dieser Linie fest. Und das ist für mich das Kernproblem, dass wir immer noch den Status quo ante zementieren wollen, bewahren wollen und versuchen, keine Veränderung zu haben. Das ist das jetzt von meiner sehr subjektiven Sichtweise das Problem, dass die Politik nicht den Willen hat, wirklich hier einen Wechsel zu vollziehen. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bezog sich diese Handlungsempfehlung, die sich aus der Slide ergab, ja nicht aus einer Steuererhöhung, sondern aus einer anderen Art der Steuer. Also dass Einkommen weniger besteuert werden tatsächlich, wofür ja auch viele Parteien sind, und dafür Vermögen stärker. Also aber da würden Sie manche Menschen stärker besteuern und andere entlasten. Und es ist sehr häufig genau diese Verteilung. Das sind genau die mächtigen Stimmen, die mächtigen Familienunternehmen, die mächtige Industrie, die sagt, nee, also wir zahlen nicht mehr Steuern, wir wollen nicht mehr Steuern zahlen. Und das ist letztlich der Verteilungskampf, in dem wir in Deutschland uns befinden. Und mir als Wissenschaftler ist es immer so wichtig, auch eben diese soziale Komponente, also die unteren 40% zu betonen, weil die werden in der öffentlichen Diskussion so gut wie nicht gehört. Und wir haben nun mal eine sehr ungleiche Machtverteilung, auch was die Industrie, was die Wirtschaft, was die Menschen betrifft. Und das ist für mich so die Erklärung, weshalb wir im Augenblick auch nicht genug politischen Willen haben, diese Veränderung zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Hier links noch? Ja. Dann einfach ans Mikrofon treten gerne. War keine Frage? Ach so, okay. Okay, nutzt die Chance jetzt noch, eine Frage zu stellen an Marcel Fratscher. Ja, da kommt noch jemand, super. Fangen wir hier auf der rechten Seite noch an. Okay. Hallo, erstmal vielen Dank. Die Dame war zuerst und dann kommen wir noch zu der Frage. Alles klar, danke schön. Danke auch nochmal für den Vortrag. Was ich mir dann aber eigentlich für eine Frage stellt, wir wählen ja diese Parteien, die jetzt im Prinzip für diese Politik verantwortlich sind. Verstehen wir das falsch? Sind wir dumm? Nein, wir sind nicht dumm, aber ich gebe Ihnen implizit recht, dass wir als Gesellschaft machen es uns häufig zu leicht, indem wir über die Politik schimpfen. Aber in einer Demokratie schauen die Politikerinnen und Politiker, was müssen sie tun, um wiedergewählt zu werden. Und wir als Gesellschaft müssen mehr uns engagieren, wir müssen uns unsere Stimme erheben oder die Menschen die Stimme erheben, die es nicht tun. Und jetzt komme ich wieder zu den unteren 40%. Das ist ja genau das Problem der sozialen und politischen Polarisierung, die wir in Deutschland sehen. Menschen, die
sich nicht mitgenommen fühlen, die sich abgehängt fühlen, gehen häufig gar nicht zur Wahl. Die äußern sich nicht. Und das heißt, damit haben sie auch keinen Einfluss. Sie sind nicht organisiert oder sie wählen extreme politische Parteien. Also wir haben, ich will jetzt nicht auf die 18% für die AfD kommen, das will ich hier jetzt nicht diskutieren, aber ich glaube, wir sehen ja, wo es hingeht. Also was ich sagen will, ist, es ist zu leicht, immer nur über die Politik zu schimpfen. Wir als Gesellschaft müssen uns engagieren. Jeder muss seine Rolle wahrnehmen. Wir in der Wissenschaft, genauso wie Unternehmen, wie die Zivilgesellschaft. Die Frage, die ich mich häufig stelle, was braucht es noch, um eine Veränderung zu haben? Häufig sind Krisen ja etwas Gutes, bei allem Schlechten, aber die schaffen häufig ein neues Bewusstsein und zur Veränderung. Und darauf warte ich noch, dass diese Pandemie und diese Krise, die wir jetzt haben, so ein Aha-Erlebnis in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik auslöst, wo man sagt, okay, wir haben verstanden, wir müssen jetzt was ändern. Und im Augenblick ist die Mentalität in Deutschland, auch im Politischen, auch zur vorhergehenden Frage, ist so, wir hatten doch so gute 2010er Jahre, nicht für alle, aber für viele. Wir wollen da wieder hin zurück, also wir verweigern uns der Zukunft und die Veränderungen umzusetzen, die notwendig sind für Klimaschutz, für Digitales, für gesellschaftliche Erneuerung, für soziale Gerechtigkeit, für diese Dinge, die vielen Menschen wichtig sind. Das ist so meine Sorge, dass wir eben immer noch nicht verstanden haben, dass wir uns verändern müssen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt hier zur Frage auf der linken Seite. Ich möchte Sie gerne mit meiner Wahrnehmung konfrontieren, die wir grundsätzlich haben. Also Demokratie haben wir, das ist ja die Herrschaft der meisten. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Bevölkerung aufgebaut ist, dann müssen wir erkennen, wir sind eher tendenziell zu alt. So, die etwas Jüngeren sind in den Bereichen drin, die auch nichts verdienen. Die haben also keine Stimme und haben auch kein Geld. Und jetzt sind ja, und ich bin ja eher von denen, die noch profitieren werden, dabei. Wir sind jetzt die Alten, wählen sich also ihre Politiker aus, die das, was sie haben, bewahren. Denn gucken wir uns alle um, jeder will ja nichts abgeben, keiner von uns. So sind wir als Menschen ja konstruiert. Es gibt ein paar Altruisten, okay, da mag das aufgehen. Aber gut, das ist meine Sicht auf die Dinge. Ich würde also sagen, unser Aufbau unserer Gesellschaft und dass wir einfach zu alt sind, führt zu diesen Problemen auch, die wir haben. Fossiler Brennstoff, ja, die Leute wollen ihre Rente haben, Besitzstände sollen nicht angegriffen werden, Fleischverzicht, ja, also alles diese Dinge. Ne? Jetzt kommen Sie. zwei Punkte dazu. Der erste Punkt, ja, Sie haben natürlich recht, absolut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alle älteren Menschen nur ganz egoistisch auf sich schauen und sagen, nach mir die Sintflut. Also auch da geht es darum, Menschen zu mobilisieren und zu sagen, ne, ihr wollt doch auch, dass euren Kindern, Enkelkindern, nächsten Generationen was erhalten bleibt. Und der zweite Punkt ist, ein Grund mehr, dass, das Wahlalter runterzusetzen, auf 15, auf 14, auf 12 meinetwegen, um den jungen Menschen eine stärkere Stimme zu geben und auch die junge Generation stärker zu mobilisieren. Also Fridays for Future ist für mich ein fantastisches Vorbild, was an Initiativen, was auch so eine Initiative bewegen kann. Und, aber ja, es ist ein Problem und wir müssen gucken, dass wir eben über diese zwei Schienen, gerade jüngere Menschen zu mobilisieren, eine lautere Stimme der künftigen Generation bekommen. Danke. Nächste Frage gerne auf der rechten Seite. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Das ist eine künftige Generation. Ja, eigentlich wollte sie reden, aber es war gerade eine Gurke im Mund. Ich habe mal eine Frage, und zwar, Sie reden ja von Gesamtdeutschland die ganze Zeit. Wie sieht es aus mit Ost, West, werden Sie vielleicht auch öfter gefragt. Sie haben vielleicht das Buch von Dirk Oschmann gelesen, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, wo auch nochmal darauf hingewiesen wurde, wie ungleich die Kapitalverteilung aussieht, immer noch aufgrund der historischen Erfahrungen. Haben Sie dazu noch Daten, Fakten oder beschäftigen Sie sich damit beim DIW? Es gibt ja schon eine immense Diskrepanz, was die Kapitalverteilung angeht. Danke. Ja, wir haben diese Zahlen auch und die sind, genauso wie wir sie beschreiben, natürlich dramatische Unterschiede. Sie haben es eigentlich schon alles angesprochen. Ne? In Ostdeutschland haben ganz viele Menschen 1990 praktisch bei Null wieder begonnen, konnten deshalb keine Vermögen aufbauen. Wir haben immer noch eine relativ, nicht nur bei den Vermögen, auch bei den Einkommen, eine relativ große Lücke. Bei den Renten ist sie jetzt langsam geschlossen worden. Aber was mir
Was mir Sorge macht, ist, dass wir hatten lange Zeit, über 25 Jahre, einen Aufholprozess im Osten. Der ist so 2015 zum Halt gekommen. Wir sehen also nicht mehr, dass ostdeutsche Regionen schneller wachsen, dass die Einkommen schneller wachsen, dass wir den Aufholprozess haben. Und deshalb ist meine Sorge, dass diese Angleichung zwischen Ost und West, die wir wirklich zumindest über 20 Jahre zwischen 95 und 2015 gesehen haben, dass der jetzt zum Stopp gekommen ist. Also die Sorge ist da, die teile ich absolut. Ja. Nächste Frage gerne. Ja, hallo. Also ich finde, die größte Krise, die wir... Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen? Ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen, danke. Alles klar. Die größte Krise, die wir momentan haben, ist ja die Klimakrise. Und für mich ist die Frage, wie das ganze Konzept, was Sie jetzt vorgetragen haben und die Inflation eigentlich dazu beitragen kann, dass wir diese Klimakrise meistern. Ist jetzt sehr offen die Frage, aber welche Steuern müssen wir erhöhen, an wen müssen wir ran, um bis 2045 klimaneutral werden zu können? Eine kleine Frage, die ich leicht in 30 Sekunden beantworten kann, nicht beantworten kann. In gewisser Weise hat diese Krise auch etwas Gutes, nämlich dass sie hoffentlich die notwendige Transformation beschleunigen wird. Ich glaube, alle haben jetzt kapiert, sich von fossilen Energieträgern abhängig zu machen, ist eine richtig schlechte Idee. Und wir brauchen einen viel schnelleren Umstieg auf erneuerbare Energien. Wir haben seit 2011, 2012, da ging der Ausbau erneuerbarer Energien massiv runter, haben wir diese Transformation massiv verschlafen. Das muss jetzt nachgeholt werden. Und höhere Preise für fossile Energieträger ist in dem Sinne etwas Gutes, weil viele realisieren, erneuerbare Energien sind viel günstiger als fossile Energieträger. Aber was uns im Augenblick fehlt, ist natürlich die Infrastruktur, die Windkraftanlagen, die Solarpanels, die Energienetze, die Verteilungsnetze. Auch da haben wir natürlich immer noch einen großen politischen Widerstand. Da haben wir immer noch eine starke fossile Lobby, die sagt, nee, jetzt mal langsam Technologieoffenheit. Ne, das klingt erstmal toll, wer ist schon gegen Technologieoffenheit? Aber dann zu realisieren, eigentlich ist die Zukunft liegt bei erneuerbaren Energien. Und wir brauchen auch technologisch, Beispiel Elektromobilität im Verkehr, eine massive Verkehrswende. Auch das hoffentlich, ich sage hoffentlich, weil wir es noch nicht so ganz sehen, wird sich beschleunigen durch diesen Krieg. Das ist die Hoffnung, weil es uns einfach vor Augen führt, diese Krise, dass ein Weitermachen wie bisher nicht funktionieren wird. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage hier auf der rechten Seite. Gerne. Vielen Dank und guten Tag. Meine Frage bezieht sich auf den Mythos, dass die grüne Transformation teuer ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam dann ein Slide, wo es um die Umverteilungsfunktion der CO2-Bepreisung ging. Für mich fehlt der direkte Zusammenhang. Ich hätte eher eine Antwort auf die Frage erwartet. Wir sparen zwar sehr viel Geld für Importe, ja, die wir an Diktatoren überweisen jedes Jahr, ich glaube 40 oder 80 Milliarden, ich weiß nicht genau. Andererseits hört man auch, es wird zu keinem Wachstum führen, weil wir eigentlich nur einen Ersatz schaffen. Wir schaffen was ab, was wir schon haben, ersetzen es durch Windräder und Solaranlagen. Das heißt, es wird bestritten, dass das einen Wachstumseffekt hat. Können Sie das vielleicht nochmal beleuchten? Wir brauchen kein Wachstum, wir wollen Wohlstand. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Idee. Wir müssen wegkommen von dieser Obsession mit, wir müssen das Bruttoinlandsprodukt maximieren, weil Sie haben völlig recht, das ist das Argument, wir ersetzen hier nur einen Kapitalstock durch einen anderen und eigentlich ist doch gar nichts gewonnen. Doch, ist total viel gewonnen, nämlich, dass wir nachhaltiger mit unserer Umwelt, mit unserem Klima umgehen werden, dass wir auch hoffentlich mehr sozialen Frieden und Zusammenhalt haben werden. Aber der Punkt ist wichtig. Die Wirtschaftswissenschaften, sage ich als Wirtschaftswissenschaftler, kann nur sehr begrenzt diese Fragen beantworten. Wir brauchen eine viel breitere Perspektive über die Frage, was ist Wohlstand, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Das habe ich ja versucht, auch in meinem Vortrag mit diesen Befragen, mit diesen Analysen, die gemacht wurden, zu beantworten. Wir müssen überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie definieren wir Wohlstand und darauf fokussieren. Und Wirtschaftswachstum ist ein ganz enger Indikator, der eigentlich nur Industrieproduktion misst, aber nicht wirklich Wohlstand. Und den Punkt, den ich mit dem Klimaschutz machen wollte, ist, diese Transformation wird große Veränderungen bedeuten. In unserem Konsumverhalten, ich habe im letzten Jahr viel Prügel bekommen, als ich gesagt habe, wenn man die Kosten der Produktion von einem Kilo Rindfleisch wirklich auf die Menschen umlegen würde,
die Belastung von Grundwasser, von Klima, von durch Verkehr, Gesundheit und so weiter, dann müsste das Kilo Rindfleisch 5-mal so viel kosten wie heute. Dann können Sie sich vorstellen, wie viel Hass-E-Mails ich bekommen habe, weil natürlich die Menschen, gerade Menschen mit geringem Einkommen, sagen, wie soll ich mir das denn leisten? Das geht doch gar nicht. Und ich verstehe diese Sorge, diese Ängste. Also diese Veränderung, die notwendig ist, belastet wiederum Menschen mit wenig Einkommen, ohne Vermögen, ohne Schutz, ohne Mechanismus damit umzugehen. Vielleicht auch mit Jobs, die vielleicht verschwinden werden, die sich verändern werden. Die sind häufig viel stärker betroffen. Und wir müssen als Gesellschaft das mit berücksichtigen. Das war das Beispiel mit dem Klimageld. Die Politik muss eben Menschen, die darunter besonders betroffen sind, besonders leiden, die diese Anpassung stark betroffen sind, mitdenken und sie eben gezielter zu entlasten. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich machen wollte. Vielen, vielen Dank. Danke für eure Fragen und ganz, ganz herzlichen Dank an Marcel Fratscher. Großen Applaus. Ja.